Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Wir machen noch mit ein paar Nebenquests weiter. Ich habe entdeckt, dass ich vergessen habe zu schauen, und zwar hier, dass ich ja noch Hexeraufträge habe, und zwar zwei Stück an der Zahl in Toussaint. Zum einen Großwildjäger und Auftrag, das Monster auf wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird. Jetzt ist das hier Stufe 78, also noch sehr nah dran an meiner aktuellen Stufe. Großwildjäger ist sehr weit unten. Und dann haben wir ja noch die Nebenquest. Da wollte ich auf jeden Fall ja noch die Rittergeschichten machen. Und Ritter zu Diensten, ja, per Zufall, oder mache ich auch neben den Aufnahmen noch. Ich würde jetzt sagen, in dieser Folge widmen wir uns dem Großwildjäger. Ich lese nochmal, was hier steht. Eines Tages stieß Geralt auf einen ungewöhnlichen Aushang. Da suchte jemand nicht irgendeinen Hexer, sondern ausdrücklich ihn, Geralt von Riva. Weitere Details waren dem Zettel nicht zu entnehmen. Und so beschloss Geralt, der Sache nachzugehen. Und das machen wir jetzt, falls er sich einloggen lässt. So, jetzt gucken wir mal, wo das Ganze stattfinden soll. Wo wir denn hin müssen. Oh, so weit ist das gar nicht. Das ist gut, aber da reiten wir hin, würde ich jetzt mal sagen, oder? Oder wie viel Uhr ist es? Ist es mitten in der Nacht? Naja, vielleicht kommen wir dann in der Früh hin. So, wir holen uns mal Plötze ran. Ein kleiner Ausritt in der Nacht. Plötze? Plötze. Hallo, Pferdi. Huch! Kannst du nicht laufen? Nee, ich will reiten. Läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Okay, wo ist da? So. Ich sollte vielleicht, wo war das? Da. Wieder meinen Marker reinsetzen. Ich weiß nur jetzt überhaupt nicht, wo ich langreiten muss. Da geht der Weg runter, okay. Denn ich bin schon so lange nicht mehr geritten, Entschuldigung. Ja, ja, Plötze. Ja, ja, sie wäre ein viel, viel besserer Ort. Ist schon klar. So, wir reiten einfach mal hier in die Richtung der Gorgo. Also zurück Richtung Buclair eigentlich. Oh, und ich reite schon wieder querfeld ein, ob das so gut ist. Weiter so, Plötze. Oh, Plötze, das bisschen Wasser schreckt dich ab. Wasserscheues Pferd. Ich dachte, du hättest das gelernt. So. Wenn ich jetzt hier... Huch! So querfeld ein. Komm, komm, komm. Braves Hotte. Langsam. Na, ob mir das was bringt, was ich da tue? Ich glaube nicht wirklich. Ich hab mich verfranst. Es kommt doch immer abseits der Wege reitet. Das ist jetzt aber blöd. Ich wollte ein bisschen was von der Landschaft bei Nacht zeigen. Sehr sinnvoll, ich weiß. Ich mache das Video dann auch ein bisschen heller. Oder wäre was zu entdecken, aber das lasse ich jetzt. Das war, glaube ich, in der Höhle. Und schon wieder ein Pfau. So, jetzt sind wir beim Castel Ravello. Das ist ja hier in der Nähe, wo wir hin müssen. Ne? Nein, nein, ich will mich nicht prügeln. Jetzt nicht. Das habe ich gerade hinter mir. So, ein bisschen schneller. Entschuldigung. Der Recke der Herzogin. Ja, ja. Ist schon recht. So, hier hoch. Oh, oh. Oh, das ist der Wein. Es tut mir so leid. Ich zerstampfe den Wein. Okay, hier müssen wir hin. Dann steige ich mal ab. Aufträge von Winzern. Ach so, das ist gleich... Huch, da ploppen sie alle auf. Ich sag's dir mit den Fäusten. Nö, 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 musst du nicht. Du machst Berge aus Morgoths Hügeln. Lass die Eier von Geralt in Ruhe. Ich rede hier mit dem Graf Billedan. Ich muss darauf bestehen, Graf. Mit uns an der Seite bist du sehr viel sicherer. Okay, wir reden. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Mhm. Vergib mir, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke, das hört man als Hexer nicht oft.
Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilmer. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Wer weiß. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Ja, bitte. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Oh oh. Sowas. Na toll. Ja, genau. Ich möchte erstmal mehr wissen, bitte, ja? Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ach was. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meine Heimat, Couvier. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilmer, bitte. Bitte, die wer? Was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? So, so. Na dann, erklär mal. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Mhm. Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Parästhesomaten. Er fängt Abbilder ein. Ein Futterparat. Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Oh, Geralt, lass dich doch nicht immer auf solchen Unsinn ein. Aber natürlich machen wir da mit. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Wart's ab. Hier. Deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Ah, Karte. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit. Sehr wir schön. Müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Wir werden wohl den Morgen abwarten müssen. Gutes Licht ist wichtig. Ja. Sei bis dahin mein Gast, Herr. Ich wäre entzückt, einige Hexergeschichten zu hören. Ach, total langweilig. Interessiert dich nicht. Und Geralt erzählt nicht so gerne. Ja, okay, von seinen Hexertouren ja schon eher mal, was er so alles abgeschlachtet hat. So, aber er ist ja nicht angeberisch. Jetzt ruf die wilde weite Welt. Das Licht ist perfekt. Schaut heiß aus. Hexer oder nicht? Super, dann lesen wir erstmal die Karte. Schön, also jetzt wissen wir genau, wo alles ist, auswendig. Ja, genau, da und ja, das X und das. Na denn.
Wenn du ich meinst. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran. Das ist schön. Da ist der Graf, auf den willst müssen wir aufpassen. Willst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist himmlisch, sie hin und wieder loszusehen. Zum Lager. Och, die Panther sind sie so sind hartnäckig. Die Glocken. Ich will die Natur tausend und Füßler und... Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift, dann bleibt uns keine Wahl. Kleines Schnellspeichern. Ich will nicht als Beute enden. Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Okay, wir provozieren nicht. Dann, wie kriegt man das denn, das nicht provozieren? Dann lauf mal leise. Vielleicht Axi? Da ist aber kein Panther, da ist doch ein Bär da hinten, oder nicht? Da war das so ein großer Panther. Wo bist du, Graf? Da ist doch ein Bär. Na super, ein Bär. Ich wollte doch... Der Karte nach gibt es in dieser Gegend Panther. Bleib in der Nähe und halt die Augen offen. Nur eine Bitte, Hexer. Vermeide um jeden Preis Blutvergießen. Psst. Ich höre was. Ein Grunzen und Schnaufen. Wie von einem Bären. Ja, der ist direkt vor dir. Bist jetzt blind geworden. Ich bin gar nicht scharf drauf, einem Bären gegenüberzustehen. Ziehen wir weiter. Okay. Machen wir. Da sind die Panther. Kommst du? Hier. Hörst du? Panther. Schau. Ich höre gar nichts. Deine Sinne sind in meinen um Längen voraus. Ich muss mich auf deine verlassen. So, da hast du deine Panther. Guck. Komm her. Mein Gott. Hallo. Kommst du? Komm. Was soll ich jetzt machen? Wir sind überall Panther. Und jetzt? Guck, da. Da sind deine Panther. Suche die Panther mit Hilfe deiner Hexensinne. Ich hab's dir doch schon gefunden. Verdammte Wilderer. Fallen. Offenbar wollten sie mehr empfangen. Oh nein! Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ein Junges. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuche es. Sie muss erst mal beruhigt werden, sonst greift sie uns an. Brillant, wie du sie befreist. Brillant, wie du sie befreist. Ein tolles Bild. Okay. Achso, der da hinten ist ja auch noch. Okay. Befreie den Panther aus der Falle. Habe ich doch, dachte ich. Ist er noch drinnen? Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Ich dachte. Und da heißt es, Hexer wären herzlos. Das hier wird damit auf. Der Paris Tisomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ja. Ich kann Wilderei nicht leiden. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Wir sollten nur... Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur, Gemälde. Das Leben eines Hexers ist sicher eintöniger. Bei allem Respekt. Naja, das jetzt nicht gerade. Langweilig ist es aber nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag ein, Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Hast du eine Frau? Ja. Wieso fragst du? Nur so. Da hast du deine Antwort. Hallo, Graf? Graf hängt fest. Monsieur Graf, kommen Sie bitte. Folgen Sie mir unauffällig. Ich muss mich hier konzentrieren, nicht dass mal irgendwo reinlaufen. Ich habe so ein Talent, immer bei dem Spiel alles falsch zu machen in letzter Zeit. Okay. Okay, irgendwo da hinten kommt jetzt einer raus. Die Riesentausendfüßler. Ich habe so viel überhaupt keine Lust eigentlich.
den Viechern zu begegnen. Hallo, Herr Graf? Könnten Sie... Hörst du? Sind das diese... Riesentausendfüßler leben unter der Erde im Tunnel, machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden. Folge dem Geräusch. Ja. Ich folge dem Geräusch. Ich folge ihm. Polter, polter. Polter die Polter. Ich habe ein bisschen Angst, dass die plötzlich irgendwo rausschießen. So ganz dezent. Wir gehen mal ganz vorsichtig hier lang. Monsternest. Hier hört man es ganz deutlich. Das Nest muss in der Nähe sein. Ja, da vorne. Da sind wir. Also, dieser Aussichtspunkt taugt nicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Dann da oben. Suchen wir dir einen besseren Platz, komm, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschütterungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauber. Hier vielleicht? Der Abstand passt. Und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Gut. Kannst du sie rauslocken? Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibrationen. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Und du, sieh dich vor und komm nicht näher. Das reicht schon, wenn wir mal Art nehmen, oder? Boah, wie das vibriert. Der ideale Tag zum Einfangen von Augen. Na, da kommen sie. Das war zu spät. Nochmal. Jetzt. Jetzt hat das Timing erwischt. Jetzt können wir weiterziehen. Sehr schön. Und jetzt? Das war einfach toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faunen einfangen. Och nö, echt jetzt? Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Ach, schauen wir mal. Herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Faun. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Ja, ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Herrlich, ich bin schon zufrieden. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Oh nö. Ich markiere sie dir. Na schön. Auf zu den Pfauen. Das wird ja hier richtig anstrengend. So, wir müssen in die Richtung. Ich hoffe nur... Achso, die Karte erstmal lesen. Ja, schön. Dieser rote Kreis. Super. Unglaublich. Führe den Grafen an einen Ort mit Pfauen. Ich frage mich, wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Aha. Es soll ein Mitbringsel werden. Der will eine Pfauenfeder klauen? Nee, eigentlich nur das Bild, ne? Wir sind dicht dran. Halt die Augen offen. So. Wo ist das wilde Geräusch dieser Pfauen? Wo? Ich geh mal hier hoch, ne? Ich guck mal. Na, das war hier irgendwo. Wo ist der Graf? Da. Nicht, dass der mir irgendwie hier... Super, ich sehe keinen. Obwohl hier irgendwo einer sein soll, angeblich. Hä? Geh mal halt zu dem Punkt hin. Hier ist aber auch nirgends einer. Ich hab die schon ein paar Mal übersehen, die Viecher. Wo denn? Jetzt höre ich auch keinen mehr. Ich glaube, oben war schon richtig, ne?
Nee, jetzt höre ich, hier höre ich keinen mehr. Wir gehen wieder nach oben, Herr Graf. Ich glaube, da war das besser. Ich habe immer nur so ein bisschen Angst, dass irgendwo ein anderes Viech oder irgendwer eine Falle stellt oder so. Räuber. Huch, hallo Herr Graf. Ich höre irgendwas, was sich nicht so gut anhört. Hört ihr das auch? Es ist so ein komisches Geräusch. Ich finde keine Pfauenspuren. Ja, jetzt höre ich wieder ein. Mal, hier ist eine Spur. Oh. Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgeworfen. Ich kann dem Talggeruch nachgehen. Dann super, macht das. Viecher. Ja. Ein Hexer in Aktion. Ja. Was für ein Anblick. Normalerweise jagen wir Monster damit. Hallo? Ich hab den Duft verloren, da. Da. Okay. Wenn das jetzt eine Falle ist. Ich bin ja immer so misstrauisch, ne? Wer weiß, wo uns das hinführt. Im Kreis. Das ist aber ein dämlicher Pfau. Psst. Hörst du? Sie rufen einander. Fein. Dann ist es nicht mehr weit. Ja, ganz vorsichtig. Ganz leise. Da ist einer. Da. Komm. Platzier dich. Jetzt stehen natürlich falsch rum. Ja, super. Jetzt bin ich doch hier. Was wollt ihr denn noch? Oh, wie hinreißend. Wenn sie jetzt noch ein Rad schmieden. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Bereit! Wirke deine Magie, Hexer! Na, klappt's? Oh, das wird ein Meisterwerk! Bitte lächeln! Na komm, du auch noch! Ich versuch's. Huch! Nein! Tausendfüßler! Verdammt! Wo kommt die her? Sie müssen uns verfolgt haben! Zurück! Geralt, hilf mir! Was denn? Hier ist doch gar keiner. Oh, na, Entschuldigung, dich wollte ich gar nicht treffen. Es tut mir so leid. Es ist vorbei. Puh. Das war's? Das war knapp. Jetzt hätte ich ihn beinahe abgefackelt. Heute mit dem Abenteuer. Ja, das denke ich mir. Und ich komme hier gar nicht zum Reden, weil du dauernd hier irgendwie dazwischen geplappert hast, der Herr Graf. Was für ein herrliches Abenteuer. Ja, super. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Bitte. Bitte sofort. So nervtötende Aufgaben, ehrlich. Aber dieses Teil schaut einfach genial aus, was der auf dem Kopf hat. Hier habt ihr euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Er ist wie ausgewechselt. Warte einen Moment hier, Geralt. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. Ihr müsst mir nicht hinten reinkriechen. Wie ausgewechselt? Wie ausgewechselt? Ging es ihm nicht gut? Davon hat er nichts gesagt, was? Mm-mm. Seine Kleine, Clarissa heißt sie, ist vor 10 Jahren oh vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Traurige Geschichte. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich.
Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert. Naja, also... Vielleicht eines Tages. Genau. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Mache ich doch immer. Danke. Sieben Pünktchen und noch... Ich da noch ein weiteres Anliegen. Oh, okay. In ein paar Tagen stelle ich meine Arbeiten aus, nur für Freunde. Es wäre schön, wenn du auch kämst. Das ist nichts für mich. Also so unhöflich sind wir da nicht. Also er hat schon größeren Mist mitgemacht, ne? Hier in Beauclair und in Toussaint. Also, ne? Warum nicht? Warum nicht, wenn ich in der Gegend bin? Wunderbar. Dann sehen wir uns bei mir. Ich bin bei einem Freund, solange ich in Toussaint bin. Bei einem Dorf namens Francoulard. Okay. Ich komme vorbei. Bis dann. Gerne, gerne. Ach, gesund müsste man sein. Ja, bist du nicht, oder was? So, ich würde dann auch sagen... Oh, das geht dann noch weiter mit dem Picknick. Aber das Picknick machen wir dann in der nächsten Folge. Es ist lang genug geworden. Ich bedanke mich fürs Reingucken und sage Tschüss. Hey, hey, bis zum nächsten Mal. Der schubst mich da einfach. Ach, gesund müsste man sein.